bin heute hier bei Wilhelm. Wilhelm hat einen Heißluftballon und ich wollte dich fragen, wie viel wiegt dieses Teil eigentlich? Also der Ballon wiegt 280 Kilo, das sind 90 Kilo die Hülle, das ist 70 Kilo der Korb, das ist der gewaltige Brenner hier oben, das ist das, die Gasflaschen und ich bin auch noch dabei, 280 Kilo zusammen. Ohne dich, wie viel du dabei wiegst, dann möchten wir heute jetzt nicht wissen. Ich habe einen kleinen Test und zwar habe ich hier eine Karte, die wiegt 4 Gramm und die. Ich möchte ein kleines Experiment machen. Vier Gramm und die fällt. Und du behauptest, dass dieses Teil, was so viel mehr wiegt, trotzdem fahren kann, am Himmel oder an den Himmel schweben kann. Das ist richtig. Das hängt mit dem gewaltigen Brenner zusammen. Wir haben hier einen gewaltigen Brenner. Und der hat die Kraft, dass wir an den Himmel steigen können. Dazu braucht man eine Menge Glauben, um das dir wirklich abzunehmen. Beim Glauben ist es ganz ähnlich. Der Heilige Geist hilft uns, dass unser Vertrauen zu Gott zum Himmel steigen kann. Der Prophet Jesaja hat mal gesagt, die auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Darüber denken wir heute in diesem Gottesdienst nach. Sehr herzlich willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir erwarten unsere Hilfe von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Wort und Treue hält und der das Werk seiner Hände, nämlich uns und die gesamte Schöpfung, niemals aufgibt. Es soll nicht geschehen durch ein Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr in Zacharia 4, Vers 6. Ich bete. Heute feiern wir Pfingsten. Es ist der Geburtstag der Kirche. Durch deinen Geist können wir vertrauen. Und so ist es auch unser Glaubensgeburtstag. An diesem Tag erinnern wir uns daran, dass wir nur vertrauen können, weil dein Geist es uns ins Herz legt. Wie sollte es auch sonst gehen? Keiner von uns hat dich je gesehen oder wirklich deine Stimme gehört oder hat dich anfassen können. Und es gibt viele Argumente in uns, die uns sagen, dass es dich nicht gibt. So sind wir jeden Tag, auch heute Morgen, auf dich angewiesen. Auf dein Wunder, dass du uns so berührst, dass wir dir vertrauen können, ohne unseren Kopf und unsere Gefühle abschalten zu müssen. Darum bitten wir dich. Hier sind wir. Begegne du uns. Heute. Hier. Und jetzt, Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für dein Herz. Amen. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander.
Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Es ist unmöglich. Ein Ballon wiegt mit allem Drum und Drang ja weit über 250 Kilo und dann kommt da auch noch der Pilot und möglicherweise noch ein Gast dazu. Wie soll das gehen? Ein Kubikmeter Luft wiegt bei 0 Grad auf Meereshöhe gerade mal 1,3 Kilo. Die Folgen sind bekannt. Der Ballon, die Hülle und der Korb, all das liegt auf dem Boden, ist kaum zu bewegen. Ich habe es versucht, ich habe es allein nicht hinbekommen. Und die Luft, die schwebt darüber. Es ist wie im Leben. Die Schwerkraft des Lebens drückt doch unser Vertrauen auch nach unten. Und wenn es eben nicht rund läuft, dann ist es doch so, dass wir uns dann auch noch beschweren. Und damit beschweren wir sozusagen noch unser Vertrauen. Wie soll das da zum Fliegen kommen? Wie sollen wir an Gott glauben können, wenn wir nicht unseren Verstand ausschalten wollen? Der Schwerkraft vertrauen, dass Gott diese Schwerkraft überwinden kann. Wie soll das gehen? Aber das Unmögliche ist möglich. Das ist mein erster Gedanke. Das gilt für den Ballon genauso wie für unseren Glauben. Die Lösung beim Ballonfahrt liegt darin, an einem ganz einfachen Umstand. Denn Luft ist nicht immer gleich. Dann, wenn die Luft warm ist, dehnt sie sich aus. Und wenn sie kalt ist, zieht sie sich zusammen. Das bedeutet, dass wenn warme Luft da ist, in einem Kubikmeter Luft, ist sie wesentlich leichter, weil da viel weniger Luft drin ist. Also das ist ein bisschen laienhaft ausgedrückt. Vor der Fahrt mit dem Ballon gilt es also, die Luft in der Hülle so weit zu erwärmen, dass die Luft samt Hülle und Korb und allem drum und dran weniger wiegt als die Außenluft. Wenn das gelingt, hebt der Ballon ab. Und der Ballon fliegt doch. So ähnlich ist das mit dem Heiligen Geist auch. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die Unbewegtes in Bewegung setzen kann, die unser Vertrauen zum Schweben bringen kann.
Im Griechischen, im Hebräischen, im Alten Testament bedeutet das Wort Glaube Ruach. Und darin enthalten ist das Wort Atem und Hauch. Das heißt, der Geist Gottes gibt mir Atem, neuen Atem. Ich kann durchatmen. Und im Neuen Testament heißt das Wort Geist Pneuma und das bedeutet so viel wie Vitalität, Lebenskraft. Das bedeutet, er möchte mir neue Kraft geben. Kraft, Begeisterung, so könnte man es auch übersetzen. Durch den Heiligen Geist ist es so, dass wir über die Möglichkeiten unseres eigenen Vertrauens hinauswachsen können. Dass etwas geschieht, was weitaus mehr ist als das, was wir selber denken. Im Alten Testament, wir haben dieses Wort vorhin aus Sacharja gehört, es geschieht nicht durch ein Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Eine ganz andere Wirklichkeit. Und durch diesen Heiligen Geist gewinnen wir Rückenwind. Es ist so, wie wenn wir in einem Sturm sozusagen uns in den Wind hineinlehnen. Und von ihm nach vorne getrieben werden. Genau das passiert bei dem Heiligen Geist. Er gibt uns Rückenwind, er gibt unserem Leben Rückenwind, dass wir uns anlehnen können. Deswegen beschreibt Jesus den Heiligen Geist auch als einen Tröster. Trost kommt von dem Wort Halt, einem, der uns Halt gibt. Und durch den Heiligen Geist gewinnt unser Leben außerdem Orientierung. Wir spüren, woher der Wind weht. Wir entdecken, ach, daher kommt der Wind. Wir werden feinfühlig für die Situation. Jesus drückt das aus in den Worten, als er sagt, der Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Er führt dich. Die Folge? Die Kraft des Heiligen Geistes hilft im Vertrauen zu Gott, über sich hinauszuwachsen. Das kann man wunderbar spüren bei Petrus. Am Anfang seine Menschenfurcht, ein Mensch, der voller Menschenfurcht ist und der plötzlich dann selbstbewusst vor Menschen steht. Einer, der auch in Niederlagen im Gefängnis Gott loben kann. Einer, der sich aber auch in all seinem Denken korrigieren lässt und völlig neu anfängt zu denken, so wie er bis dahin noch nie gedacht hat. Alles nachzulesen in den ersten 10 Kapiteln der Apostelgeschichte, es lohnt sich daraufhin einfach mal diese Kapitel zu lesen. Was hat sich da verändert in diesem Petrus? Und dahinter steht das Geheimnis des Heiligen Geistes. Und so kommen wir zu dem zweiten Punkt. Öffne dich dem Heiligen Geist. Beim Ballonfahren geht es darum, der Wärme Raum zu geben. Es gilt, den Ballon aufzuhalten, damit die warme Luft hineinkommen kann, die durch den Brenner erzeugt wird und durch einen Ventilator hineingedrückt wird. Mit anderen Worten, wir müssen nur offen halten. Alles andere macht die Flamme. Aber auf das Offenhalten kann nicht verzichtet werden. Im Vertrauen zu Gott gilt es, sich dem Heiligen Geist zu öffnen. Im ersten Buch der Könige wird im 19. Kapitel beschrieben, wie Elia, der gerade einen ganz harten Burnout hatte, Gott begegnet am Horeb, an dem Berg, wo auch Mose die Gebote bekommen hat. Dort begegnet er Gott und er begegnet ihn nicht in einem Erdbeben, nicht in einem Gewitter und auch nicht im Feuer, sondern, so heißt es, in einem zärtlichen Wehen, einem vorsichtigen Wehen oder wie Martin Buber es umschreibt, in der Stimme verwebenden Schweigens. Das ist etwas ganz Zartes, Kostbares, etwas, was sich eigentlich gar nicht so richtig in Worte fassen lässt. Eine wunderschöne Pfingstgeschichte. Es geht im Grunde darum,
dass wir Gott in die Hülle unseres Vertrauens hineinlassen. Dass wir diese Hülle unseres Vertrauens ihm behutsam öffnen und ihn bitten, komm du doch hinein. Wie geht das Offenhalten? Indem ich Raum gebe. Indem ich Menschen begegne, die auch an Gott glauben. Die auch versuchen, mit Gott zu leben. Und von ihm mir etwas abgucken, mich von ihm inspirieren zu lassen. Und zu spüren, was heißt das, mit Gott zu leben. Andere Leben sind wunderbare Fenster, durch die Gott uns hineinschauen lässt. In seine Ideen. Für unsere Welt, für mein Leben. Wie kann ich mich Gottes Wort öffnen, Geist öffnen? Indem ich Bibelworte mir immer wieder vor Augen führe. Indem ich biblische Geschichten lese. Ich lade dazu ein, vielleicht die nächste Zeit bewusst noch einmal dazu zu nutzen, gerade auch diese Psalmen zu lesen, sie vielleicht auch als Gebet zu lesen. Oder eben auch die Evangelien. Und zu entdecken und zu schauen, wie bist du Gott? Und darauf zu vertrauen, dass sein Geist durch diese Worte mein Leben zum Strahlen bringt. Wie öffnen wir uns Gottes Geist? Durch Stille und Gebet. Gott kommt ganz behutsam. Er ist ein sehr höflicher Gott. Er rennt keine Türen ein. Aber wo wir still werden, wo wir sagen, hier sind wir, Herr, komm du zu mir, da hat er versprochen zu kommen. Und da, wo ich anfange, mit ihm vorsichtig im Gespräch mein Leben zu durchdenken, werde ich sensibel und entdecke, wo Gott mir begegnet in seinem Geist in dieser Welt. Und ich spüre plötzlich, wie ich von innen einen Halt bekomme, den ich äußerlich gar nicht so erklären kann. Ihr merkt das vielleicht, du merkst das vielleicht, dass da bei dir vielleicht auch Widerstand kommt. Und deswegen mein dritter Gedanke. Lass die Halteseile deiner Vorstellungen los. Wenn der Ballon schwebt, gilt es, die Halteseilen zu lösen. Und die Erde unter sich zu lassen. Es gilt, den vertrauten Lebensraum zu verlassen und sich dem Himmel und seinen Gesetzen anzuvertrauen. Übersetzt, lass dich von den Halteseilen deiner Vorstellungen, löse dich von den Halteseilen deiner Vorstellungen. Vertrau Gottes Kraft, seiner unsichtbaren Wirklichkeit, auch wenn sie ein Stück unberechenbar dir erscheint. Vertraue seinen Ideen, die er in dein Herz hineinlegt. Und du erlebst Freiheit. Aber eine ganz seltsame Freiheit, nämlich eine Freiheit, indem er uns von unseren eigenen Sicherheitsbedürfnissen löst. Die Leinen lösen bedeutet, dass ich plötzlich Gott darum bitte, dass er nicht nur mich auf meinem Weg begleitet, sondern dass ich seinen Weg gehen möchte. Weil ich spüre, das ist gut für mich, wenn ich seinem Weg folge und nicht meinem. Und dann kann ich beten, Herr, lass mich das spüren, dass dein Weg gut ist. Gib mir den Mut, das zu wagen. Dir auf deinem Weg nachzufolgen. Wenn du dem Heiligen Geist vertraust, dann führt er dich in die Freiheit, indem er dich in die Abhängigkeit führt. Das Leben des Petrus ist nach Pfingsten völlig anders. Ich glaube, sein Geheimnis ist, dass er königlich abhängig war von Gott. Königlich unabhängig war von Menschen und kindlich abhängig war von Gott. Königlich unabhängig von Menschen und kindlich abhängig von Gott.
Fritz Riemann, jemand, der sich lange mit der Angst beschäftigt hat, hat mal gesagt, im Mittelalter wären die Menschen geprägt gewesen von der Angst und der Furcht vor Gott. Vor Gott. Und dann hat er gesagt, heute sind die Menschen geprägt von der Angst und der Furcht vor ihren Mitmenschen. Er hat das in den 70er Jahren formuliert und ich denke, dass das heute noch viel mehr so ist durch die sozialen Medien. Was denkt der andere? Das ist unsere größte Angst. Leinen los bedeutet hier, dass ich mich davon löse. Aber das kann ich nicht selber. Aber ich kann Gott bitten, dass er mir so wichtig wird, dass ich dazu Mut habe. Und Gott kann dieses Wunder in mir schaffen, dass ich das Stück um Stück lerne, die Ansprüche anderer, die Erwartungen anderer loszulassen und das zu tun, was in meinem Herzen ist und was ich entfalten möchte. Ich kann lernen, dass dieses Gebet vielleicht mein Gebet wird. Herr, mach du mich doch königlich unabhängig von Menschen und kindlich abhängig von dir. Kein leichtes Unterfangen. Die eigene Sicherheit aufgeben, sich Gottes Wirklichkeit so anzuvertrauen. Aber wie bei der Ballonfahrt, so ist das auch beim Heiligen Geist. Es gehört eine Menge Mut dazu und auch ein Stück Verwegenheit. Aber es lohnt sich. Denn Jesaja hat gesagt, die auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie aufhören mit Flügeln wie Adler. Das ist sein Versprechen. Und während ich das sage, kommt bei mir die Frage so hoch, und wie ist das eigentlich mit der Höhenangst? Die gibt's doch auch. Ja, ich glaube, die gibt's auch im Glauben. Aber dazu hören wir gleich erst mehr. Was ist Höhenangst? Schauen wir uns mal ein Bild an. Menschen mit Höhenangst sind gute Beobachter. Menschen, die Höhenangst haben, sagen sich, ein Haus, das unten dünn ist und oben dick, kann nicht stehen. Das muss umkippen. Also sagt sich ein Mensch mit Höhenangst, du Mensch hast allen Grund, Angst zu haben. Die Wissenschaftler sagen, die Höhenangst lebt von der kippenden Linie. Schauen wir von einem Haus nach unten, dann kippen sozusagen diese Linien aufeinander zu. Und wir haben das Gefühl, wir kippen nach vorne. Und das löst bei uns Angst aus. Wie ist das nun bei einem Heißluftballon? Auch dazu ein Bild. Die Brüstungshöhe des Ballonkorbes ist 1,10 Meter bis 1,20 Meter. Den Größenunterschied zwischen dem oberen Rand des Korbes und dem unteren Rand des Korbes ist eigentlich gleich Null. Alles wird gleich groß wahrgenommen. Also es gibt keinen Grund zu glauben, hier würde irgendetwas einstürzen. Es passt also alles. Und weil es auch keine verbundene Linie gibt zwischen der Kante des Korbes und der Erde, wird auch der Blick nach unten nicht als kippende Linie empfunden. Also die Angst, nach vorne zu kippen, fällt auch aus. Wilhelm
habe ich halt mal gesagt, dass eigentlich von 100 Leuten, die im Ballon mitfahren und Höhenangst haben, 95 keine Höhenangst haben. Was ich vergessen habe, ihn zu fragen, das werde ich beim nächsten Mal machen, was mit den 5 Leuten ist, die trotzdem noch Höhenangst haben, wie man denn dann damit umgeht, wenn man da oben ist. Stichwort Höhenangst. Auch wenn es um den Heiligen Geist geht, gibt es so eine Höhenangst. Nämlich diese Angst, dass wenn ich Gott vertraue und nicht nur das, was ich wahrnehme, nicht nur meinen Möglichkeiten, nicht nur das, was ich sozusagen bewirken kann, dass ich dann abstürze. Dass ich dann untergehe. All denen, denen es so geht, möchte ich sagen, der Heilige Geist ist eine gute Medizin gegen solch eine Höhenangst. Er schafft in dir den Glauben, den du nicht hast. Und ich kann ihn bitten und sagen, Herr, ich habe das Vertrauen nicht. Aber wenn du dieses Vertrauen in mich reinlegst, dann will ich dir vertrauen. Hilf mir, dich dir zu öffnen. Und das ist die gute Nachricht. Auch das kleinste Vertrauen reicht. Denn sein Geist quetscht sich hinein in unser kleines Vertrauen und dehnt es aus, dass es sich entfalten kann. Und irgendwann, dann kann ich nachsprechen, was der Prophet Jesaja tut. Auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ich möchte dich einladen zu einem Gebet und dir Mut machen, es im Stillen mitzubeten. Herr, durch deinen Heiligen Geist willst du uns nahe kommen und nah sein. Als Geist des Trostes trägst du uns über die Abgründe des Lebens. Du, Heiliger Geist, hilfst uns auf. Öffnest den Horizont, gibst uns eine weite Perspektive. Du machst uns heiler und mutiger. Darum bitten wir dich, komm, du Heiliger Geist, in unser Leben und erfülle unser Leben bis in die letzten Winkel. Amen. Wir beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus spricht: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Amen. Wir sind jetzt am Ende unseres Pfingstgottesdienstes und leider hat das Kirchencafé heute noch geschlossen, aber wir nehmen die Anregung mit und gucken, was das nächste Mal vielleicht möglich ist. Ja, und ihr seid wieder herzlich eingeladen, uns Feedback zu geben, hier in den Kommentaren, per Mail oder Telefon. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt behütet. Tschüss.